So, da wären wir auch schon wieder. Wir sind durch ganz viele Illusionswände durch und hier sind noch viel mehr. Ja, und die Mischung aus Illusionswänden und Drehern ist ein wenig nervig. Aber ich wollte eigentlich erstmal das Gebiet hier zu Ende erforschen. Gut, dass wir den Kompass gefunden haben ganz am Anfang des Spiels, sonst hätten wir jetzt echt ein Problem. Weil dann müsste ich echt jedes Mal auf die Karte gucken, wo wir hingedreht wurden. So, da haben wir noch eine Wand im Süden. Ja, im Süden. Oh, und das sind alles Einwegwände. Das ist ja auch ganz schön nervig. Das heißt, wir stecken hier jetzt erstmal vorerst fest. Zack, zack. Na komm, gib uns Kriegerlevel, gib uns Gaunerlevel. Und gib uns Sachen, die wir verkaufen können. Auch wenn die 3000 Silberling-Klinge jetzt nicht mehr zu bekommen ist anscheinend. Was ich recht schade finde. Also zum einen hätte ich ganz gerne geguckt, wie stark die ist. Und zum anderen finde ich es ein wenig komisch, dass Victors Laden abgesperrt ist. Ich hätte irgendwie erwartet, wir könnten dann da einbrechen und alles mitgehen lassen. Weil er sich ja als Verräter geoutet hat. Aber na gut. Habe ich erwähnt, dass hier sehr viele unsichtbare Wände sind? Dahin können wir nicht zurück. Okay, das heißt, wir müssen jetzt den ganzen Weg nochmal gehen. Um dann da und da weiter zu gucken. Ja, erst drehen lassen, dann gehen. Au. Hier können wir auch nicht durch. Also sind es nicht nur Einwegwände, wenn man einmal durchgegangen ist, sondern teilweise kann man auch gar nicht durchgehen, sondern nur von einer Seite, egal woher man kommt. Da wollen wir durch. Ein Teleporter. Okay. Schauen wir mal. Wir sind... super. Einfach zurückteleportiert worden. Nein, ich will nach Osten und ich will jetzt noch den letzten da unten mal angucken. Also, hier würde ich eigentlich ganz gerne durch. Kann ich dann hier durch? Ja. Ich würde ganz gerne alle Dreher deaktivieren. Weil die machen das Vorankommen doch ein wenig nervig. So, hier kann ich nicht durch. Dadurch? Ja, und oh, die respawnen wohl ziemlich flott hier. Aber das soll mir recht sein, alles Erfahrungspunkte. So, jetzt ganz bis zum Ende und dann nach Osten. Das war die letzte Illusionswand. Und das schaut doch gut aus. Wenn hier so viele Todesritter sind, werden die wohl auch irgendwas bewachen. Hoffe ich einfach mal. Ansonsten sind wir gerade in eine Baracke reingestürmt. Die wollten sich eigentlich alle nur ausruhen. So. Zack, zack, zack. Was sagen unsere Level eigentlich? Oh, er hat bald ein Gauner-Level. Die Kämpfer-Level allerdings hinken noch ziemlich hinterher. Dann probierst du doch mal den Todesnebel aus. Wusch. Sehr schick. Also verbraucht sehr viel Mana, aber macht gut Schaden. Ist nur die Frage, wie viele Erfahrungspunkte sowas bringt. Oder ob ich nicht lieber ganz viele kleine Blitze machen sollte. Ich will ja mal alles mal so ein bisschen machen zwischendurch. Zack. So. Ja, die Todesritter sind echt ein Witz. Halten uns eigentlich nur kurzfristig auf. Aber wenigstens sind es nicht mehr ganz so viele. Also oben in Eivel... Und am Anfang von diesem Katzenstieg, oder wie das heißt, ja, Katzenstieg, da waren das ja echt Horden. Und das fand ich dann langsam doch ein wenig albern. Dass das Spiel nur daraus besteht, ganz, ganz viele Gegner umzubringen. So. Aber ja, hier kommen langsam auch ganz schön viele. Zack, zack, zack.
Wir sollten eigentlich mal die Augen offen halten. Wir hatten ja schon, als wir den anderen Weg gegangen sind, eine Treppe nach unten gefunden, die ich aber nicht gegangen bin, weil ich hier erstmal alles zu Ende erforschen wollte. Das hätte aber der Weg zu der Burg sein können. Das war... Wo war das? Da. Das unbedingt merken. So, hier haben wir so eine Tür. Da hinten haben wir auch noch eine Tür. Gucken wir erstmal hier rein. Also den Aufbau von diesem Dungeon finde ich doch ein wenig komisch. Alles viel zu verwinkelt. Dafür, dass es eigentlich nur ein Zugangstunnel sein soll zum Schloss. Obwohl, die Dunkle haben wir jetzt wahrscheinlich auch als Aufmarschgebiet genommen. Also hat ihre ganze Armee hier unten positioniert, auf den richtigen Moment gewartet und dann alle durch die Taverne nach oben geschickt. Oh, ein Schlüssel. Sehr schön. Blauer Schlüssel. Hier sieht es wie eine Sackgasse aus und das ist es nicht wirklich. Wir könnten jetzt durch die Wand gehen und den Schlüssel in das Schloss stecken. Aber was haben wir davon? Naja, wahrscheinlich ist hier hinter dann der richtige Zugang und da ist irgendwas anderes. Aber sei es drum. Ich will trotzdem erstmal gucken, was hier noch alles ist. Denn es bringt nichts, wenn wir jetzt den schnellsten Weg zu der Burg finden. Da dann ankommen, zu wenig Level haben, zu wenig Ausrüstung haben und das Spiel nicht schaffen. Also, bleiben wir schön hier. Bringen alle Gegner um und nehmen alles mit, was nicht nied- und nagelfest ist. Wie dich zum Beispiel. Oh. Das ist nagelfest. Axtherrscher. Und sie ist mies. Eine Ölflasche. Oh, Mana-Tränke. Wächter. Ja, doch, das hat sich definitiv gelohnt. Außerdem war das der falsche Schlüssel. Also wären wir jetzt hier durchgegangen, hätten wir es gar nicht benutzen können. Das heißt, meine Geduld hat sich ausgezahlt. Ist doch mal was Schönes. So, da ist eine Druckplatte. Ach, das ist nur für die Tür. Ganz viele Türen. Euch nehmen wir auch noch mit. So, da oben haben wir noch einen Zipfel. Und dann dürften wir langsam mit diesem Bereich hier durch sein. Oder auch nicht. Doch, da geht es noch weiter. Dann müssen wir später nochmal den westlichen Durchgang nehmen. Nämlich genau hier. Also hier haben wir zum ersten Mal die Hand genommen, dann kommen wir hier rum, haben hier die Wahl zwischen Westen und Norden. Im Norden haben wir jetzt eigentlich alles durch bis auf diesen Bereich. Im Westen müssen wir noch gucken, was da unten ist, wie wir durch die Tür durchkommen, durch die Tür durchkommen, durch die Tür durchkommen und was da ist. Also ja, im Westen haben wir definitiv noch einiges zu tun. Aber machen wir erstmal kurz hier den Norden zu Ende. Und der Norden ist zu Ende. Das heißt, wir gehen jetzt wieder ganz zurück, gehen da durch die Wand, gucken, ob der kleine Schlüssel passt. Und danach gehen wir dann wieder zur allerersten Tür bzw. Wand, wo man die Hand benutzen müsste. Und gehen dann nach Westen. So, ich gehe einfach mal ungefähr nach Süden, in der Hoffnung, dass es der richtige Weg ist. Und das ist anscheinend nicht der richtige Weg. Doch, fast geschafft. So, da hat man schon reingesteckt. Hui, wir könnten da jetzt schon weitergehen. Speichern wir mal ab und gucken nur ganz kurz mal rein. LP038A. Been at war with the evil Zeon.
hold thy tongue, you lying Ortegian freak. You know the rules well. The outsider must freely make a choice. Periodically, Archer, we select a champion to help us change our fate. You have been chosen. If you agree to annihilate the Ziyarbs, the nose of Gortez shall bestow untold riches upon you. The Ziyarb tribe shall best any offer those weaklings make. When you succeed in destroying the pitiful nose, our tribe shall call you Lord Akshel. I have no quarrel with either of your people. Why would I wish to harm them? Here are the terms, Akshel. The race which survives shall reward you handsomely for killing the others. You must choose your path. I need more time to decide your fate. When you have decided, enter the spear near the symbol of the tribe you wish to champion. You shall be spirited to the realm of your sponsor. Okay. Das kommt jetzt unerwartet. Also wir müssen uns wohl für ein außerirdisches Volk entscheiden, für das wir kämpfen wollen. Das machen wir später. Jetzt gehen wir erstmal hier hin und gucken die ganzen anderen Sachen durch. Irgendwie habe ich eher an einen Tunnel zu der Burg geglaubt, anstatt Außerirdische. Aber na gut. Vielleicht bewachen die ja den Zugang. Auch wenn das ziemlich komisch wäre. So, Norden wollen wir nicht, wir wollen nach Westen. Da folgen wir den Weg. Jetzt müssten gleich die ganzen Fallgruben kommen. Genau. Und wir müssen nochmal das Rätsel hier machen. Klick. 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 Und durch. Ja, nicht wirklich ein Rätsel. So, jetzt folgen wir einfach der Wand und gucken dann mal gleich links runter. Was es da unten gibt. Hoffentlich nicht noch ein paar Außerirdische. Nee. Aber wir sind jetzt schon beim Katzenstieg 2. Und jetzt können wir gucken, ob wir irgendwie hier rum die Tür da aufbekommen. Weil hier sind wir runtergepurzelt und haben von der einen Seite schon mal den Schalter gedrückt. Ich denke mal, von der anderen Seite kann man auch noch was drücken. So, hier direkt ist nichts. Hier auch nicht. Wie jetzt? Das ist eine Sackgasse. Ah, okay. Das ist wohl nur ein Auffangbecken, falls man bei dem einen Rätsel, Anführungszeichen, also da runterfällt. Das ist ja auch albern. Na gut. Dann halt nach Westen. Und gucken, wie wir die Tür hier aufbekommen, wollte ich gerade sagen. Aber die Tür ist ja schon offen. Dafür sind die Türen hier zu. Und der Teleporter bringt uns einfach nur zurück. Dafür höre ich irgendwo ein Irrlicht. Also ein Zip-Zip-Geräusch. Zip-Zip. Ja, wo bist du? Trotzdem hätte ich ganz gern... Ah, da bist du. Trotzdem hätte ich ganz gerne die Möglichkeit, die Türen hier aufzubekommen. Auch wenn da nicht wirklich viel hinter sein kann, aber vielleicht ja Schätze, Schatztruhen, Edelsteine, irgendwas. Na gut. Haben noch die ganzen Teleporter hier. Also wir sind schon in den da unten rein. Wir sind noch nicht in den da, glaube ich. Und der bringt uns... Hinter die eine Tür. Da können wir nichts drauflegen, das ist doof. Wofür ist der dann da? Okay. Okay, dann müssen wir jetzt wahrscheinlich nochmal in den Teleporter rein und dadurch, dass wir darauf getreten sind, bringt er uns jetzt dahin. Das wäre jedenfalls meine Vermutung. Aber erstmal speichern wir ab.
LP038B und wir sehen uns gleich wieder.